Zwischen 8 und 25 Minuten dauert es, bis ein fertiges Schloss am Ende der Produktionslinie in der Endkontrolle landet. Um unseren Endkunden auch möglichst zufriedenzustellen und keine Fehler zu produzieren, erfolgt hier eine 100% Endprüfung des fertigen Türschlosses. Und zwar erstmal mit unseren automatischen Anlagen, die wir auch selbst entwickeln, und danach nochmal manuell und eine Sichtprüfung, dass auch beispielsweise die Dichtung in Ordnung ist. Etwa 1,4 Millionen Einzelkomponenten verbauen die Mitarbeiter täglich in Heiligenhaus. Das ergibt ein Produktionsvolumen von 6 Millionen Schlössern pro Jahr. Wichtig ist für den Kunden natürlich auch, dass sein Auto sich nicht anhört wie eine Blechdose, sondern dass es ein sattes Geräusch ist, was der Kunde wahrnimmt. Wer also bereits beim Öffnen und Schließen einer Autotür akustisch den ersten positiven Eindruck hinterlässt, hat schon viele Pluspunkte gesammelt. Deshalb gibt es bei KeyCut für den guten Ton eines Türschlosses ein eigenes Soundlabor. Also wir haben hier unseren Zuschlagsprüfstand, wo wir die Schlossakustik aufnehmen können. Dieser ganze Prüfstand ist besonders gedämpft, dass wir also keine Eigengeräusche haben, sondern wirklich hier nur unser Schloss auf diesem Prüfstand akustisch untersuchen können. Ich lasse das einmal zufallen. Das war es im Prinzip schon. Also ein sehr kurzes Geräusch. Man hört einmal einen Knall, in Wirklichkeit aber eine Symphonie aus vielen, vielen Einzelgeräuschen und vielen beteiligten Bauteilen in dem Schloss. Und die Aufgabe hier ist, aus diesen Prüfstandsmessungen heraus eben zu analysieren, welches Bauteil, welcher Kontakt hat hier einen Beitrag, den wir optimieren können und wollen, um dann so nachher zu dem gewünschten Endergebnis zu kommen, was der Kunde dann auch als gut und angenehm empfindet. Und das, was wir hier machen, ist wirklich Sound Design. Das heißt, wenn wir Prototypen unserer Produkte vorliegen haben, werden die hier auf diesem Prüfstand aufgebaut und auch gemessen, Geräusche aufgenommen, akustisch und optische Aufnahmen. Wir haben ein High-Speed-Kamerasystem mit bis zu 30.000 Bildern pro Sekunde. Wir nehmen Kräfte und Wege auf, um dann später am PC dort wirklich zu analysieren, welche einzelnen Komponenten in dem Schloss, und das können bis zu 15 verschiedene Bauteile sein, die man dann nachher als ein Geräusch wahrnimmt. Also wir reden eigentlich über eine Komposition von 15 Einzelgeräuschen, die so zu optimieren ist, dass es nachher angenehm klingt. Doch ein Türschloss soll nicht nur angenehm klingen, es muss auch unter härtesten Bedingungen jahrelang funktionieren. Um dies zu gewährleisten, unterhält KeyCut ein umfangreiches Versuchslabor. Der Versuch ist wichtig, um hier schon abbilden zu können, was später mit dem Schloss im Fahrzeug passieren wird. Da haben wir auch einen sehr hohen Anspruch, eben im Labor schon das nachbilden zu können, und zwar möglichst realistisch, was später wirklich im Fahrzeug passiert, mit welchen Beanspruchungen das Schloss in einer Fahrzeuglebensdauer 10, 15 Jahre beaufschlagt wird. Das heißt, wir haben hier Fragestellungen, wie mache ich Wasser sichtbar? Wie mache ich sichtbar, wo Wasser durch das Schloss läuft? Wie kann ich es dann optimieren, dass es nicht zu Problemen kommt, wenn das Wasser gefriert im Winter und ich die Tür nicht mehr aufbekomme? Das sind so Fragestellungen, wo wir hier eigene Prozesse und auch Versuchsequipment entwickelt haben, um solche Dinge möglich zu machen. Durch die Position innerhalb der Fahrzeugtür ist ein Schloss ständig Wasser und Staub ausgesetzt. Deshalb wird jedes Schloss unter simulierten Grenzfällen geprüft. In einer Berieselungsmaschine kommen die fertigen Schlösser mehrere Minuten lang unter künstlichen Regen. Dabei wird gleichzeitig auch die Bewegung und die Neigung eines fahrenden Autos simuliert. Nach der Berieselungsanlage kommen die feuchten Schlösser zur nächsten Funktionsprüfung. Das Besondere ist an, es gibt Themen, die man vorab nicht in der Simulation abbilden kann. Wir können ungefähr 80% dessen, was man hier sieht, vorher in der Simulation abprüfen. Wir müssen das natürlich noch mal validieren, um eben wirklich freigaberelevante Versuchsprotokolle zu generieren.
Es gibt aber 20%, die heute über Simulationen nicht abbildbar sind. Das sind Themen wie verhält sich das Schloss, wenn ich es mit Wasser beregne, wenn ich es in Wasser tauche? Was passiert, wenn ich es dann einfriere? Das ist ein Thema, was passiert, wenn das Schloss mit einer staubgetränkten Luft durchströmt wird? Also ich fahre durch die Wüste mit meinem Fahrzeug. Das sind Themen, die kann ich heute in der Simulation nicht abbilden. Das heißt, wir versuchen hier sehr, sehr früh schon solche Themen dann praktisch hier zu erproben,